Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Hardcore. Wir sind wieder da in der Höhle und kurze Info vorneweg. Bitte wundert euch nicht, dass Jonas jetzt mit seinem zweiten Account hier ist. Ich möchte es nur ganz kurz ansprechen, wenn ich es darf, Jonas. Nee, lass mal. Okay, gut. Dann lasse ich es. Und ja, für uns geht es jetzt hier direkt weiter. Du hast ja beim letzten Mal hier ein paar dickere Wände gebaut. Das ist das, was die Frage, wo geht. Ach, komm hier raus! Da geht's raus. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir schon überall lang waren. Wir wollten Stubmine am Ende. Das war unser Plan. Stubmine, weil wir hier fertig waren. Oh, wir sind Höhe 13, da passt ja dann eigentlich einigermaßen. Ja, ich baue mich hier. Musste ich ja auch geradeaus, jo. Passt. Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir noch mal ein paar geile Tiers bekommen. Mal sehen, was uns die Höhle so beschert. Außer nur Kobbel. Also Kobbel brauche ich jetzt auch nicht so viel. Oh, und ich habe natürlich mein Texture-Pack noch drin. Man kennt es von mir. Man liebt es. Und yo. Mal mehr, mal weniger. Ja. Was mir auffällt, ich habe nur noch 3 Fackeln. Das fuckt so ein bisschen ab. Ich habe noch ein paar mehr. Also wenn du welche brauchst. Ich habe so, glaube ich, noch Kohle. Ja, Kohle habe ich auch noch. Holz auch noch. Eine Eisenspitze geht dem Ende zu, aber ich habe noch eine. Deine ist auf jeden Fall gerade kaputt gegangen. Ja, die hat auch nur noch 14 Durability. Achso. Oh, hab ich die jetzt kurz verbraucht. Ja, ist richtig so. So ein paar Dias wären jetzt richtig geil. Hab welche. Ja, nice. Genau vor meinen Augen. Weil ich kriege nicht so einen Sound, dass meine Spitzhacke kaputt geht, aber bei dir höre ich das. Wenn es bei dir so ist. 1, 2, 3, 4. Ja, besser als nix. Ich habe jetzt schon 8 Stück. Ja, nice. Ich habe noch keine Dias. Nee. Aber, ja. 8 Dias, was kann man daraus machen? Man kann zum Beispiel 2 Helme draus machen. Es sei denn, wir haben schon zu Hause. Nee, 2 Schuhe. 2 Helme. Ich ja, 2. Ja, Schuhe können wir noch gebrauchen. Genau. Und Hosen brauchen wir noch. Gut. Aber wichtiger ist erstmal ein Charming Table. Das stimmt. Dafür brauchen wir 3 Dias für eine Spitzhacke. Ach, die haben wir ja schon. Haben wir schon Spitzhacke gemacht? Ja, ich habe die Spitzhacke. Gut. Und Obsidian habe ich auch schon. Genau, stimmt. Gut, dann brauchen wir ein Stück, damit wir auch gleich ein Portal noch haben. Wunderbar, das ist ja super mitgedacht. Ich zum Beispiel hätte erstmal nur stinknormal 4 Obsidian mitgenommen. Man kennt's. Und. Ja. Das heißt, 2 Dias für einen Verzauberungsstrich, bleiben uns noch 6 Dias übrig. Vielleicht finden wir noch mindestens 2, dass wir wenigstens schon mal Schuhe machen können. Wir können doch schon Schuhe machen. Ja, und 2 Dias haben wir auch noch mal zu Hause. Ach ja, stimmt. Ach mal. Ja. Ich glaube, ich habe mehr den Durchblick als du. Richtig. Ich habe wieder Dias. Oh, geil. Deine Spitzhacke ist schon wieder kaputt? Ja. 1. Chirulama? 2. 4, 5. Alter, nice. Ich sneake jetzt, nicht, dass ich hier geradewegs in die Lava laufe. Ja, ich bin bei der Höhle. Vorsicht, wenn du rauskommst, bei dir ist Lava. Oder bei dir in der Nähe. Weiß nicht mal, wo du bist. Weiter vorne. Ich sneake gerade nicht. Yeah. Ich habe gerade Lavaquelle zugemacht. Das ist eine Schlucht. Ah. Warte, hier kann ich noch ein bisschen was verbrennen. Das ist eine gute Idee. Andesit brauche ich nicht. Diorit brauche ich nicht. Granit brauche ich nicht. Oh. Eine Schlucht. Auf der Höhe 13. Hier müssen doch irgendwo Dias. Obwohl. Einerseits ist hier ein Creeper. Ich muss hier weg. Und andererseits ist hier eine Fackel. Wir waren hier schon. Ja. Ja, moin. Das heißt. Weiter. Jo. Und ich habe gerade so voller Hoffnung. Ja, geil. Schlucht. Da muss auf jeden Fall was sein. Pustekuchen. Davon eine ganze Menge. Ich Pustekuchen lieber. Denn das X-Ray ist aber erlaubt, ne? Ja, natürlich.
Weiß ich da auch Bescheid? Ich benutze ja auch X-Ray. Alter, seht ihr da hinten die zwei Dias da? Die hole ich mir. Ey, geil wäre es, wenn ich jetzt wirklich hier Dias finde. Ich habe keine Fackeln mehr, das ist echt traurig. Doch, zwei Stück noch. Warum? Leider keine Dias. Also ich komme zu dir rüber. Warum? Für dir, für Fackeln. Komm mal kurz ein paar. Ey! Er hat mich geschlagen. Wie kann er denn das denn machen? Ey. Die Fackeln nehme ich. So. Oh, hier ist Kohle. Vorher vorher mit ab. Jo. Vielleicht kann man noch ein paar Länder rausnehmen. So, ich lasse jetzt mal meine Eisenspitzhacke in Ruhe, weil die ist zu einem Drittel nur noch haltbar. Und ich brauche die für Dias oder so. Oh, Höhle. Ja, nice. Wie jetzt? Pass ich auch geradezu. Ah, gut, alles klar. Ja. Haben wir hier schon? Nicht dann aus. Nee. Wunderbar. Geil. Ich hab doch gerade hier Gold gesehen. Nee, das war das Eisen. Da ist Gold. Willst du Gold und alles mitnehmen und ich kümmere mich erstmal darum, hier alles ein bisschen zu erkunden? Passt. Da schaut's nicht nur aus, als ob es da weitergeht. Aha. Boah, hier habe ich nochmal eine weitere Höhle. Und ein Creeper. Genau. Ja, moin. Windows meint jetzt mir mal eine Benachrichtigung zu geben, dass irgendwer von meinen Leuten, die ich abonniert habe, live streamt. Das kann man auch mit einer Steinspitze. Ich bin in Lava, aber ich hab mal Eimer. Ja, moin. Ich glaube, am Ende der Folge oder am Anfang der nächsten Folge werden wir noch wieder zurückgehen, weil mein Essen wird so langsam knapp. Ich habe noch 7 Fleisch. Ich habe noch 1 Steak und 4 Ofenkartoffeln. Und ich könnte mir Rindfleisch machen und Hammelfleisch. Boah. Ich habe noch mal eine weitere Höhle gefunden. Ich hatte gerade einen Riesenleck. Ein Riesenleck. Dennis wird sie vielleicht mal zu mir kommen. Ja, ich sehe dich da hinten. Was ist denn hier abgedriftet? Ah, nix an dir zu sehen, oder? Nee. Das sind Zombies. Kommt her, kommt her. Traurig, aber. Ja. Oh, Baby-Zombie. Ich wollte gerade zu meinem Bogen switchen, den ich nicht habe. Ich würde mich irgendwie gerade Bow boosten. Ja. Ja, ich mach das in meinem Minecraft-Let's Play immer so, wenn da irgendwie ein Creeper ist oder so, dann switch ich zu meinem Bogen und töte den damit, oder wenn generell Mobs in der Entfernung sind. Weil ich arbeite gerade an einem Ort, wenn da ein Creeper explodiert, das ist sehr groß, da gibt es einen sehr großen Verlust. Items sind, die sehr selten sind oder an die ich schwer rankomme, da bei mir keine Tintenfische spawnen. Ach, du meinst Tintensäcke oder was? Nee, das sind, ich. Ist ja eine Modswelt und das sind so eine Art, ja. Auf jeden Fall Blöcke, die ich mit Tintenfischsäcke da baue. Wenn ich keine Tintenfische spawnen, ja, kann ich die halt nicht herstellen. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wunderbar. So, ich bin jetzt auf für 14. Hier ist ein Lavasee, den ich jetzt so ausgelöscht habe. Wir könnten hier über ein Tagebuch schreiben. Ja, wirklich so. Ah, da unten bist du, da kommt noch ein Creeper zu dir runter. Zombie auch. Ja, meinte ich ja.
Ein Skelett ist unterwegs. Ich schick sie dort. Schick sie dir runter, hitte sie schon und du kannst sie unten töten. Hier ist wieder mal nichts. Die arme Fledermaus. Der Creeper hat sie getötet. Boah, ich sollte mal was essen. Ja, hier ist wieder mal nichts. Ja, bei mir geht's noch ein bisschen weiter. Mal sehen. Auf welcher Höhe bin ich? 23. Oh, ganz schön hoch. Ich bin auf 11 und ich dachte, ich bin auf Dias geschossen, aber dabei war es nur Lapislazuli. Ah. Scheiß Lapislazuli. Komplett die Hoffnung zerstört, ey. Zwei Küber. Ich glaube, wir sollten uns erstmal vielleicht mal kurz zusammenfinden wieder. Ich komme jetzt hier dem Wasser hoch. Okay. Warte, ich versuche jetzt den Wasserfall ein bisschen aufzuhalten. Bin eh schon oben. Achso, okay. Denn hier hinten geht's noch weiter. Und Vorsicht, da geradeaus sind dann zwei Creeper. Ich muss kurz schauen, wo ging. Ah ja, ich habe den Ort gefunden. Jetzt lang? Ich bin hier unten. Ja, es geht aber hier hinten. Warte mal kurz. Jo. Hier warst du anscheinend auch noch nicht. Echt? Lol. Okay. Weil hier ist eh nur Lava. Ah, ich verbrenne hier trotzdem mal kurz meine Sachen. Ja, ich muss mal kurz eine Werkbank aufstellen, weil ich... Oh, ich hätte gerade fast unsere Dias verbrannt. Oh. Ich muss mir mal kurz neue Spitzhacken machen. Eine reicht erstmal. Die Frage ist, wo bist du jetzt? Ich bin da, wo ich eben... Ja, ich sehe dich doch. Bitte. Nein, ich wollte dich gerade eigentlich noch einbauen. Tja. Ach, so. Hier ist ein Creeper. Ja, komm her. Ja, und über dir geht's hier weiter. Also, hier oben. Hier habe ich eine schöne Treppe gebaut. Hier scheint es auch nochmal wirklich ordentlich weiter zu gehen. Sehen. Ich habe kurz nochmal den Creeper gekillt. Jo. Oh. Hast du mich erschreckt, ey? Schönes Teamwork. Fand ich gut. Ich gehe hier rechts mal lang. Ja, da ist eh nichts mehr. Bei mir geht's noch ein Stückchen weiter, aber ja. Ja auch nicht. Na gut, dann ist hier nichts mehr. Aber ich sage, gehen wir nach Hause, oder? Ja. Auf der anderen Seite, da ging's da auch noch weiter. Wollen wir kurz da nochmal schauen und hier geht's eh höher. Also von daher können wir auch hier sowieso mal lang gehen. Ey, das haben wir hochgebaut. Hier. Ich wollte ja gerade hochspringen. Oh. Vorsicht, Creeper. Wunderbar. Ja gut, hier geht's. Dann können wir uns hier hochbauen. Warte mal kurz. Geht's doch noch weiter. Ah, lol. Ach da! Lol. Ach, hier waren wir. Komm, hier waren wir. Okay. Hier waren wir schon. Kannst du da auch mal bitte zubauen? Hab schon. Schön. Gut. Kurz was. Dann lass uns hochbauen. Jo, kurz was essen. Aber wenn wir wieder zu Hause sind, muss ich erstmal mich um ein bisschen Essen kümmern. Ich habe noch gerade 6 rohes Rindfleisch dabei und ein rohes Schweinefleisch. Ja. Hast du eine Fackel zwischen? Ja, ich habe Fackel. Kannst du mal bitte welche setzen? Danke dir. Jetzt habe ich 2 geplaced, glaube ich, oder? Weiß ich jetzt nicht. Ja, doch, hier oben. Ich wollte gerade mit R mich umschauen. Merke so, ich habe ja keinen Labymod installiert. Zumindest, ja, installiert ja, aber benutze ich ja gar nicht. Ich merke, irgendwann wird uns der Treu hier noch das Leben kosten. Ja, einer von uns wird sterben. Von der Hand des anderen. Du kannst mal, ja, wunderbar. Ich halt jetzt hier ganz an die Wand. Oha. Nein. Da spreche ich lieber mit der Wand. Oha. Das merke ich mich. Kannst du gerne tun. Ey! Ja, ich kann dir eine Steinpicke geben. Ich habe noch Steinpicken. Habt ihr trotzdem gedroppt. Ja, und ich habe sie instant eingesammelt, weil meine andere Steinpicke kaputt ging. Easy Teamwork. Ja. Das klingt so, als wäre draußen Nacht. Sieht
egal, wir gehen trotzdem. Ja. Wir brauchen ja nicht mehr ganz so vorsichtig sein wie am Anfang. Wir haben ja unsere Eisenrüssi, Eisensperrt und so. So. Das sagst du jetzt. Ja, und gleich sind wir tot. Kann ich auch nicht gerade meinen. Nee, es ist Tag, lol. Vielleicht verbrennen die gerade halt. Ja. Jetzt heißt es, nach Hause finden. Ja, das ist doch easy. Ich glaube mal, die Z-Koordinate war in den 1000er-Bereich. Ich glaube irgendwie in die Richtung. Nein, die war 700 circa. 700, aber. Ich dachte, du kommst mit. Ich bin hinter dir. Hinter dich, meinte ich. Alles Insider, wer das nicht versteht. Richtig. Wir kennen gutes Deutsch, aber es ist alles Insider-mäßig eher unterwegs. Genau. Och, da hinten ist es schon. Genau. Von wegen 700. Hat's mit 1000 recht. Ja, natürlich bei 700 das circa. Nein, 1000. Ach, ich hab bei X geguckt. Ja, Mann. Dankeschön. Ja, ist aber nicht so schlimm. Nein. Geh doch jetzt ins Wasser! Was soll das? Willst du mir eine Stütze für meine Arme geben, oder wie? Ja, danke sehr. Oha. Er lässt mich einfach hier alleine, Ben. Lass mal die Dias reinpacken. Jo. Und die Bögen mal hier ein bisschen zusammen machen. Na, Bögen brauchen wir ja später auch noch. Ja, guck mal, ich hab jetzt hier so einen Bogen. Ja, kommen wir auch mal hier in die Kiste mit. Was, Kassel und Doktor join the game? Ja. Oh, da liegt da ein Steinschwert, das wohne ich hier mal. Das war meins noch von der letzten Folge, glaube ich. Ja. Wir haben gerade hier einen PC-Bewohner. So, ich wollte... Ich habe gerade dafür gesorgt, dass er nicht stirbt. Ah, dann hat der Zombie ihn angegriffen, also. Ich habe nur irgendwas gehört. So, jetzt erstmal hier die Felder abfahren. Wir wollen ja auch in unserem Haus. War ich auch gerade. Ja. Theoretisch kannst du dich ja dann um den Verzauberungstisch kümmern. Und ich kümmere mich weiter um das Haus. Wenn du willst. Weil du bist sowieso der mit dem meisten Leveln. Also, wie viele wärst du? 27. Okay, ich habe 18. Also, du hast mehr Level als ich. Aber ich würde sagen, wir machen Level 30 im Schaden. Genau, genau. Nur der muss halt auch erstmal aufgebaut werden. Ja, wo wollen wir den aufbauen? In so einem komischen Haus hier? Dass wir ein Haus dafür einrichten? Oder wollen wir ein eigenes? Oder in unser Haus hier mit rein? Ich könnte mir auch in unserem Haus, was wir gerade hier bauen, in der Ecke irgendwie so einen Verzauberungsbereich reinmachen. Mhm. Wir brauchen erstmal sehr viel Holz auf jeden Fall. So. Ach, Bücher haben wir sogar schon. Genau. Brauchen wir nur jetzt viel Holz. Bücher könnten wir theoretisch noch welche holen aus diesem Haus hier. Genau. Bücher könnten wir auch noch machen. Genau. Aber das Glück hatte ich in meinen anderen Staffeln nicht, dass wir als ich damals ein NPC-Dorf hatte. So, Essenmangel werden wir gleich nicht mehr haben. Ich habe jetzt einen Stack normale Kartoffeln. Mache ich in den Ofen rein, dann haben wir für jeden einen halben Stack Ofenkartoffeln. Jo, hier. So, willst du dein gebratenes Schweinefleisch haben? Nö, nee, kannst du selber haben. Gut. Esse ich direkt. Ich mach hier die zwei Bögen noch. So, dann haben wir das. Guck mal, dann machen wir hier uns schon mal so einen gut haltbaren Bogen. Wunderbar. Guck mal jetzt hier in die Kiste. Ja, wunderbar. Gut,
Dann brauche ich Akazienholz. Hier sind ja ein Glück schon Bäume gewachsen. Oh, da hinten so ein großer Eichenbaum. Wunderbar. So, die Frage ist. Was ist die Frage? Ich habe schon mal 10 Bücherregale. Okay. Aber warte mal kurz. So, dann habe ich noch eins. So, dann habe ich noch mal 2. So. So, so und so. Und dann habe ich noch mal eins. So, 14 Bücherregale. Wunderbar. Also den Enchanter müsste ich natürlich auch noch herstellen. Ja, das wäre ganz gut. Jetzt fehlt mir ein Buch. Nur dir eins aus dem Auster. Nö. Kurz runter, hol mir 2, 3 Zuckerrohr. Okay. Ich hätte da auch eine Zuckerrohrfarm. Ja, ich weiß, aber ich hol mir jetzt hier mal kurz alles. Okay. Ich finde es interessant, wie die Bäume hier in der Wüste wachsen. Oder überhaupt, dass sie wachsen. 22 Zuckerrohr, jetzt mache ich auch. Ah, da ist noch ein bisschen mehr. So, 27 Zuckerrohr, das mache ich auch gleich mal zu Papier, oder? Mhm, kannst du gerne machen. Ja, perfekt. Ich habe sogar schon eine Ecke gefunden, wo du das eventuell aufbauen kannst, wenn du möchtest. Ja, ich würde das hier so aufbauen oder da drüben oder whatever. Hier die Ecke. Hier, da könnte man theoretisch überall Kerzenholz reinsetzen, dann gibt es hier keine Fenster. Platz ist da auch genügend. Oh, warte kurz. Jo, ganz chillig. Oh, ich hab Erde jetzt. Ich hab Erde. Ein Segen. So, zack. So. Wie stellt man den jetzt am besten auf? So, erstmal die ganzen Kaktussen raus. Ja. So. Naja, so jetzt sehen. Ziehen wir den am besten hier. Richtig, und hier dann halt die Bücherregale. Meinst du so? Dann so. Genau. Hier ruhig noch eins weiter hinaus. Und dann kannst du es auch theoretisch noch eins höher machen. Die Fenster kommen ja zu. Die mach ich ja dann zu. So. Zeige ich mal. Ja, perfekt. Gebe Stufe 24. Ja gut, dann müssen da noch ein paar Bücherregale ran. Ah, das kriegen wir doch. Hast du Holz? Holz habe ich nicht ganz so viel. Ah, du kannst. Warte, ich brauche das Eichenholz momentan nicht. Könntest du theoretisch das Holz hier abholzen, aber ich brauche das gleich. Ich will kurz ein paar Sätze hinsetzen. Ich holze mal kurz den Baum hier ab. So, was wir dann auch noch brauchen, was ganz, ganz selten ist, ist auf jeden Fall Sand. Gerade in der Wüste findet man eigentlich so gut wie gar keinen Sand. Das fand jetzt auch wieder nur ich lustig. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sonst, wenn ich so Häuser baue, muss ich immer weit laufen, um Sand zu holen. Naja. Ja. Diesmal nicht. Ja. Ah. So, dann ist das wäre jetzt nett, wenn ich endlich mal mein Holz kriege. Warte, ich droppe dir hier schon mal was. Halt so ein großer Baum. In Minecraft Let's Play, da brauche ich einfach nur einmal unten anhitten und alles Holz geht runter. Das ist so schön. Der Part übrigens ist jetzt auch fast vorüber, also 24 Minuten theoretisch. Ja, Dennis, ich brauche eh kein Holz mehr. Okay. Was kannst du mir geben? Ja, ist jetzt in der Truhe. Okay, passt. Wird es natürlich auch noch schön aussehen lassen. Genau. So. Perfekt, dann können wir hier den Aufnahmestopp schnell machen. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Jetzt können wir bis Level 28 machen. Und ich krieg instant eine Glück 2 Picke. Okay. Kannst du dir theoretisch machen? Ja, muss ich aber dann noch ein paar Level farmen. Jo. So. Ich stell mich hier oben hin. Mach ich auch. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye bye. Ciao, ciao.